Wenn ein Mann sich standesamtlich von seiner Frau scheidet und später behauptet, er hätte sich nicht islamisch geschieden aus weltlichen Gründen, was soll die Frau tun? Sind sie noch verheiratet? Wenn ein Mann beim Standesamt unterschrieben hat, dass er sich von seiner Frau geschieden hat, dann ist diese Frau geschieden islamisch und standesamtlich. Wenn der Mann aber nicht unterschreibt und nicht akzeptiert, dann schauen wir, wenn die Frau islamische Gründe, triftige Gründe für die Scheidung hat und der Mann will ihr die Scheidung nicht geben, dann ist sie geschieden über Standesamt. Wenn aber sie keine Gründe hat, dann islamisch ist sie noch nicht geschieden, außer dass sie unterschreibt. Weil Scheidung geht mit Wort, geht mit Bewegung und das geht auch durch Schreiben. Zum Beispiel, eine Person kann nicht reden, wurde operiert, kann nicht reden. Und seine Frau sagt ihm, wenn du deine Hand hebst, dann bin ich geschieden. Er hebt die Hand. Ist sie geschieden oder nicht? Geschieden. Dann kommt er später und sagt, ja, ich habe nicht gesagt, du bist geschieden. Ja, du brauchst nicht zu sagen. Du hast akzeptiert mit der Bewegung. Oder ein Mann sagt seiner Frau, zwischen uns ist alles aus. Fertig. Da sagt ihm, was meinst du? Meinst du Scheidung? Der sagt, ja, dann ist sie geschieden. Es gibt dieses Problem in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Ein Mann sagt der Frau, bleib so, ich gebe dir keine Scheidung. Dann hat sie keine andere Möglichkeit außer Standesamt. Das ist jetzt, wenn sie standesamtlich verheiratet ist. Aber bei manchen, wenn sie nur islamisch verheiratet sind, das ist problematisch. Der Mann will nicht zum Richter, der will nicht zum Imam, der will nicht. Deshalb nochmal, hat sie triftige islamische Gründe für die Scheidung und der Mann gibt ihr das nicht, obwohl die Gründe auf die Hand liegen, dann ist sie geschieden. Wenn nicht, dann nicht. Zum Beispiel eine Frau hat sich verguckt oder sie will die Scheidung, damit sie die Hälfte von seinem Vermögen nimmt. Und die hat keine islamische Gründe für die Scheidung. Oder der sagt, okay, lass uns Khula machen. Sagt nein. Und deshalb diese Themen auch. Ich empfehle euch, diese Themen überlässt man großen Gelehrten. Aber leider in Deutschland, der kleine Spatz macht sich in Deutschland zu Adler. Deshalb siehst du diese Social-Media-Prediger heute und Social-Media-Predigerinnen. Die fangen an, Fatwa über Talaq zu geben, auch Rehabien. Das bedeutet in Abwesenheit. A'udhu Billah. In Abwesenheit. Man wird gefragt in TikTok und sagt, ja, khalas, du bist geschieden. Uff. Scheidung ist nicht eine Sache von den Kindern, sondern von großen Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren.